Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe meinen Baum des Lebens mal hier und zwar bin ich angeschrieben worden, ob ich noch mal zeigen könnte, wie ich mein Raster hier aufbringe. Und eine zweite Anfrage kam beim Sortieren hat die Dame immer Schwierigkeiten und da wollte ich dann mal meine Sortierung zeigen, wie ich das dann mache. Aber da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Als erstes hier dieses Raster einzeichnen. Also man bekommt ja im Set von Alexandra Tokareva Projekten immer diesen luftlöslichen Stift. Da kann man sich den Anfang anzeichnen. Also ich mache ja in der ersten Reihe keine Raster, keine Striche. Aber wer das möchte, kann das in der ersten Reihe mit diesem Stift hier machen. Oder mit einem anderen Stift, der mit Luft, nein, mit Wärme, glaube ich, war das, lösbar ist. Und damit man, wenn man hier das Bild dann hat, nicht sieht, diese Markierungen. Ich arbeite sehr gerne mit diesen. Das ist ein Stift, der bleibt auf dem Stoff, also der geht halt nur mit Wasser raus. Den hatte ich mir damals von AliExpress gekauft und den benutze ich halt sehr gern. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn ich nachher mal auf weiß mit weißen Perlen arbeite, ob ich das dann sehe. Dann würde ich vielleicht doch lieber auf diesen luftlöslichen zurückgreifen. Ja, oder mal gucken, vielleicht hole ich mir auch mal so einen anderen, den man da mit einem Föhn wegföhnen will. Aber ach, ganz ehrlich. Ich gucke einfach mal, wie ich das hinbekomme. Aber jetzt erstmal zu diesen blauen Perlen, da fällt dieser Stift, diese Farbe ja nicht auf. Wichtig, bevor man überhaupt ein Raster anzeichnet, ist zu gucken. Habe ich denn auch 10 schon in der ersten Spalte? Ja, es gibt ja unterschiedliche. Also bei meinem Jaguar fing das, glaube ich, an mit 8 oder hinten nachher 8. Da muss man dann auch aufpassen. Aber hier ist es halt so, dass es genau 60 sind, also jeweils dann 10er Kästchen. Und um das Ganze zu machen, ich hatte hier schon mal angefangen und habe mich doch glattweg verzählt. Ja, wie das immer so ist. Also, man beginnt hier vorne als allererstes. Ja, also ich hatte nämlich versehentlich die Perle erst gestickt und das Loch genommen. Das ist natürlich nicht korrekt. Also man nimmt hier die erste hier, wo man auch zuerst einsticht und zählt dann. In meinem Fall sind das dann 10 Löcher für die 10 Kreuze. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zwischen dem 10. und dem 11. Loch mache ich einen Strich. Ich ziehe ihn erstmal so bis hoch. Ja? Ihr habt gesehen, ich habe ja die zweite Reihe hier schon fertig und habe da schon mir die Markierungen gemacht. Und dann zählt ihr halt wieder. Also nach diesem Strich kommt ja dann sozusagen das 11. Loch. Das nehme ich wieder als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dazwischen mache ich dann wieder diesen Strich. Ihr könnt ihn mit einem Lineal machen oder wie ich jetzt hier freihand. Ich würde mit euch die Reihe mal durchmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann gehe ich hier nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hinter dem 10. Loch dieser Strich. Jetzt ist die Sonne weg, jetzt wird gleich das Video dunkler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann wieder ein Strich.
Und das letzte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kommt hier. So. Ja, das ist jetzt das. Dann kommen natürlich, ich mache es auch, die Querlinien. So, da fängt man dann auch wieder hier mit der ersten an, hier vorn, hier. Und dann macht man eins, also halt, Moment bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und hier. Ich lasse hier wieder ein bisschen frei, ja, dass es nicht von so auffällt. So, und dann ist es halt ganz einfach. Ich verbinde das dann jeweils in der Reihe. Also es muss jetzt nicht schön aussehen, es muss kein Wettbewerb gewonnen werden hier. Ich kann ja dann noch mal gucken, also hier sind zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ziehe das dann hier so durch. Na? Und so arbeite ich mich dann immer lang hin. Und ja. So ist das jetzt in der Sache. Also ich hoffe, es war verständlich erklärt. Und dann mache ich dann immer so weiter und gucke dann auch, beim ersten Mal gucke ich dann auch und seht ihr, ich habe es euch gesagt und gleich vermacht, seht ihr, hier sind es keine 10. Da habe ich jetzt geschlafen. Es sind nämlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist natürlich der Vorführungseffekt, den man hier hat. Also heißt das, meine Lieben, ich habe Mist gemacht. Ja, das passiert mir natürlich auch, weil so oft mache ich ja hier auch keine Raster, aber trotzdem, das kriegen wir hin. Also, was habe ich jetzt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 habe ich schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Aber das würde ich jetzt erstmal so lassen, dass ich das dann später vervollständigen kann. Also, ganz wichtig ist, dass ihr genau guckt, sind es wirklich 10? Und sind es hier, fängt es hier mit 10 an? Denn hier ist es ja nachher wieder identisch mit 10. Ja, und hier oben, ja gut, dann fügt ja denn das andere nachher dran. Da kann man ja dann das übernehmen von der anderen Seite. Mit Fehler, aber wir haben es ja gefunden. Alles gut. Noch ist ja nichts passiert. So. So, und jetzt möchte ich gerne zeigen, wie meine Vorsortierung war. Also ich habe ja mittlerweile einige Vorsortierungen durchgeführt und ich bin, wie gesagt, angeschrieben worden, ob ich das nicht mal zeigen könnte, weil man sich oft verzählt und auch weiß ich nicht, was alles noch ist. Und da habe ich gedacht, ich mache dazu mal noch ein Video. Ich habe jetzt hier diese Silikonmatte. Das ist ja eigentlich ein Untersetzer. Und ich habe jetzt mal in Rot genommen, weil ich nutze ja eigentlich mein Blauen. Aber dadurch, dass ich mit blauen Farben zeigen werde, würde das jetzt nicht so auffallen. Also wie gesagt, diese Matten habe ich noch, 4 Stück an der Zahl. Wenn ihr da noch Interesse habt, könnt ihr mich anschreiben. So, wie mache ich das jetzt? Also ich habe ja jetzt hier schon so weit vorgearbeitet.
Das heißt, hier sind jetzt von den 10er sind schon 2 weg, also brauche ich noch 8. Ich hatte es am Anfang, mal kurz das abmachen. So, also das Perlenbuch ist super. Momentan versuche ich mich ja am Perlenbuch, was super funktioniert. Mal sehen, ob es auch so bleibt. Aber ganz am Anfang habe ich angefangen. Und zwar, das ist jetzt dumm, weil das halt gleich die gleichen Symbole sind, aber trotzdem, ich zeige es euch mal. Also gleiche Symbole bedeutet gleiches kleines Kästchen hier. Und da mache ich dann jetzt 8 Stück rein. 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8 Stück, ne? Und ich arbeite immer in Zehner, also in diesen Zehnerreihen. Und am Anfang habe ich es gemacht, eine Zehnerreihe ist eine Reihe hier. Es gibt ja wie bei meinem Jaguar, dann waren dann 2 von schwarz, dann war ein goldenes, dann das und das. Und dann sortiere ich mir das alles hier so rein, dass ich insgesamt 10 Perlen habe. Und wenn man jetzt das Raster zeichnet, was ich euch vorhin gezeigt habe, und man kommt dann irgendwie und man kann dann hier rechnen, aha, okay, hier sind 10, also bin ich dann auch richtig. Ne? Hier 10, auch richtig. Hier habe ich ja jetzt 8, weil 2 habe ich schon angestickt. Hier in der nächsten Reihe mache ich dann nochmal 10. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Na, dann ist das wieder so. Hier wären dann auch 10. Das kann ich ja mit euch dann wirklich mal alles zeigen. 4. Achso, ich mache es mal rein. 2, 4, 6, 8, 10, 11 habe ich hier schon. So, dann habe ich jetzt hier 8, 10, 10. Und hier kommt jetzt mal ein anderes Symbol dazu. Das heißt, von diesen Symbolen sind es 8 plus hier noch sind 9. Aber ich mache erst einmal die 8. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt ein anderes Symbol. Das lasse ich jetzt erstmal frei und mache das hier rein. Und dann nehme ich das andere Symbol und mache das hier rein. Also ich habe dann hier 8, 9, 10, auch wieder 10. Und wenn ihr Konfetti habt, dann ist es natürlich länger. Ja. So, hier wird es jetzt interessant. Hier haben wir 2 unterschiedliche noch. Ich habe von diesen 1, 2, 3, 4. Da habe ich jetzt 1, dann bleibt 1 frei. Hier sind 2. Aber wir können es ja auch anders machen. Ganz einfach, so wie ich es gemacht habe, immer erst habe ich hier 2 reingemacht. Dann bin ich zum nächsten. Dann ist das ein dunkles. Dann habe ich wieder 2 reingemacht. Dann war wieder ein dunkles. Da haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommen hier wieder 2 von den blauen. 8, 9. Und das letzte ist 10. Seht ihr? Und dann habt ihr das alles hier komplett fertig, diese Reihe. Also ich mache ja immer eine Reihe von einer Seite. Und dann sticke ich das. Wenn ihr sagt, ihr möchtet euch 2 Reihen vor sortieren, dann könnt ihr natürlich hier oben wieder anfangen. Also das ist für, ja, ich sag mal, für Stickerinnen, die einfach nochmal erstmal einen Überblick brauchen, so wie ich gemacht habe. Wenn ihr natürlich so eine Sortiermatte nicht habt, ihr könnt auch was anderes nehmen. Es gibt ja da die verschiedensten Sachen. Von Süßigkeiten, Einkerbungen, ihr wisst, was ich meine, wo man das dann machen kann. So, das ist so.
Als zweites, als ich mich schon sicherer gefühlt habe, das mal, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ich das habe. Okay. Ist es so, dass ich dann 10 gemacht habe? 10. Und wenn es sich um ein neues Zehnerraster dann handelt, habe ich immer eins freigelassen. Dann habe ich hier. Dann das so freigelassen. Das ist jetzt dumm, weil das alles eine Farbe ist, aber ich hoffe, ihr versteht das. Dann habe ich die dritte Spalte genommen, habe ich hier wieder freigelassen. So. Und habe das hier so reingemacht, dass ich dann gesehen habe, wenn ihr jetzt 10 habt, also hier sind es ja 8, wenn ihr das dann fertig habt, bis zu dem leeren, dann müsstet ihr gucken auf dem Raster, dass ihr auch wirklich diese 10 habt. Ja, so. Dann habe ich hier, fange das nächste Raster an. Hier war es ja so, dass wir 8 von denen hatten, ein von denen und ein von denen. Ja, das sind auch wieder 10. Und wenn ihr dann entweder sagt, ihr macht kontinuierlich weiter, dann zieht er hier eins rüber, immer eins freilassen, braucht aber dann hier keins freilassen, weil das läuft so hier so lang. So, und wenn ihr diese 10 dann auch wieder fertig habt, dann lasst ihr was frei oder packt euch, manche machen eine kleine Süßigkeit oder ich hatte hier so ein, das finde ich natürlich jetzt wieder nicht gerade, so ein kleines. Also, glaubt das denn? Eben hatte ich's. Jetzt nehme ich alles raus. Ich will euch das zeigen. Hier. Hier. Oder macht dann hier so ein kleines Papierschnipselchen rein oder eine kleine Mandel, eine kleine Nuss und könnt nebenbei essen. Das könnt ihr dann euch überlegen. Also, so habe ich es wirklich für mich dann entdeckt. Bin dann bei dem Jaguar nachher hier auf diese Reihe so verblieben, dass ich immer, wenn ich ein Zehnerfeld fertig habe, dann immer ein kleines Kästchen freigelassen habe. Und da konnte ich dann hier so bis zu 4 Reihen habe ich dann meistens gemacht, dann schon vorsortiert und konnte dann wunderbar sticken und Fernseh gucken oder mit euch dann erzählen. Ja, jetzt habe ich es ja wie gesagt so. Ich versuche es mal, ob das so funktioniert. Bis jetzt habe ich ja nur 2 Farben gehabt. Die dritte kommt ja jetzt erst dazu. Wenn es denn nachher konfettilastiger ist, muss ich mir überlegen, wenn ich dann mal ein Stick mit mir mache, ob ich das wirklich hier raussticke, wenn ich erzähle oder ob es dann vorsortiert wird von mir. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in der Hinsicht auch helfen. Ich finde, also für mich ist es eine gute Sache gewesen, erst einmal in jeder Reihe, ja, dass ich den Überblick hatte und dann später, als ich mir sicherer war, dann es so gemacht habe. Ich werde das jetzt so nehmen und dann mein Baum des Lebens erstmal so weitersticken und ja, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn es hilfreich war, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ihr könnt mir ja dann auch schreiben, ob es wirklich hilfreich war, ob ihr diese Techniken selber so macht oder ob ihr von vornherein ganz andere Sortierhilfen genommen habt. Würde mich jetzt echt interessieren, weil ich sag mal, nicht alleine, dass ich diese Sachen mache, aber ich mache auch ganz gern mal was anderes und teste das mal aus, wie ihr das so macht und ob das für mich dann übertragbar ist. Dann danke ich, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, eure Stickliesel.